so bekommen. Also, ich glaube, Pete oder Petfitz geschrieben. Petfitz, glaube ich, geschrieben. Peat. Und Pete, glaube ich, gesprochen. Keine Ahnung. Aber wenn ihr seht, was ich meine, dann wisst ihr Bescheid. Weil das ist nämlich ein Cola-Ersatz. Er hat genau die gleiche Brennwerteigenschaft von 4000 EU. Und statt Kohle das herzustellen, kann ich mir aus Wasser, Sand und Erde Bockerde machen, wo ich mir dieses Zeug nachher raushole. Was sehr funktionell und einfach ist, um schnell an gleichwertiges ranzukommen wie Kohle. Aber das braucht noch einen Moment. Die Kühe müssen wir umsiedeln. Von dem Gehege auf ein anderes. Da werde ich aber gleich die Kühe auch in zwei Teile aufteilen. Nämlich schon mal eins für nur die reine Zucht und das andere später immer zum Schlachten. Weil das eine soll ja nur sozusagen Deko sein, dass ich auch weiß, dass ich Kühe habe. Immer in Not. Und das andere sind sofort zum Schlachten da und EU-Punkt, ach so, EU-Punkt, da sage ich schon, Erfahrungspunkte zu bekommen, um auch bessere Werkzeuge zu haben. Aber alles mit der Zeit, wie immer. So. Machen wir jetzt die ersten Untergründe hier zu. Immer weiter, 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 weiter. Gucken, wie weit er hier gemacht hat. Oh, diese Blumen. Dass man die Blumen auch nicht wegmachen kann, wie bei dem Gras. Hier werden die noch überstapelt. Bei dem Gras kann ich einfach schön da lang gehen und fertig ist es. So. Hier geht es natürlich auch weiter runter. Jetzt mache ich erstmal nur den Abschnitt hier. Also viel Erde habe ich nämlich nicht mehr. Für alles. So. Dann da. Und da. Und hier da noch mal und dieses Bornitz Wolf, geh weg. Ich hole mir die Kettensäge. Du nervst. Du nervst. Die haben nichts gemerkt, alles klar. Diese Hundis. Hier so falsch hier rumlaufen wie Falschgeld. Sollen sie in eine Höhle reingehen oder so, wo sie wohnen können, aber nicht hier bei mir. Nein, ich bin tierfreundlich, aber in Minecraft gehen sie mir wild, wenn sie wild rumlaufen, manchmal auf den Keks wie gerade. Spielen sie mal vor meiner Nase rum, das hasse ich wie die Pest, wenn ich am Arbeiten bin und dann spielt ihr so ein komisches Tier vorm Kopf, dann bist du sofort tot. Sind wie Creeper. Sind wie Creeper, diese Tiere. So. Guck, vielleicht baue ich auch hier so ein dieses Gebäude hin. Mit mehreren Flügeln. Wo wir dann uns niederlassen. Schauen, schauen, schauen. Holz haben wir erstmal in Genugtuung.
So. Dann hier rum. Oh, nächstes Stack leer. Ist jetzt das letzte Stack zum Arbeiten. Und dann muss ich mir irgendwie Erde besorgen. So, na, dahin. Und weiter geht's. Das war klar. So, machen wir hier noch einen und dahin hin. Machen hier den Rest zu. Und zack. So. Den. So. Letztes Stück Erde. Haben wir uns aber noch was vor uns auf jeden Fall hier, wie man sehen kann. Und eine größere Fläche haben wir schon mal schaffen. Finde ich immer wunderbar. Muss ja auch so sein, sonst haben wir ja nichts zum Bauen an Fläche, sonst müssen wir uns hier mit so komischen Löchern hier noch vergnügen. So. Den schlage ich auch ab. Der sieht auch ein bisschen komisch aus hier in der Landschaft. So. Das ist schön. Was haben wir hier noch? Eigentlich nichts. Eigentlich nichts, würde ich sagen. Da können wir einmal noch hier lang gehen. Um ein bisschen Erde zu bekommen. So, die beiden auf jeden Fall auch weg. So, das wäre auch getan. So, mal eben hier ein bisschen abbauen, um Nahrung zu haben. So. Da wird unser Köterchen immer schön draußen rum. Bestimmt wieder die Posttante. Ja, sie bringt die Post. Die Frau, die bringt die Post. So. Da noch. Dann noch wäre das hier auch. Kriegen wir denn hier noch den Bambus mit? Stimmt. Bambus, 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 Bambus. Und nochmal Bambus. Später mit dem Bambus machen werden, ist natürlich klar. Den werden wir schön verheizen für Bio-Sachen. Und dann dient er uns nur dafür, damit wir unser Lager voll kriegen. Mehr ist er ja nicht. So, wie man sieht hier, kriegt man wieder eine Princess raus, mehrere Drohnen und Honeycomb. Mit dem Honeycomb kann ich Honeywachs machen und Honeydrops. Mit den Honeydrops kann ich die Bienen analysieren. Wo wir nachher wissen, welche Bienen zu was fähig sind. Und das mag ich. I like this. I like this. Boah, schon wieder so ein... Hopp, hopp da. Nimm ein grimmiges Gesicht, aber nicht zu mir. So, Pilze, Getreide. Das Fleisch kann erstmal raus. Die Äpfel können erstmal hier hin. Dann Holz, 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 Holz. Und noch mehr. Noch mehr Holz. Und der Rest ist Material für unten. So.
Na, ich so wieder runter. So. Das. Hier oben haben wir Setzlinge. Genau so ist es. Setzlinge, Setzlinge. So, hier haben wir das Schleimbolz. Die brauchen wir später für Melonen. Wenn ich mal welche finden würde. So, Erde haben wir noch ein bisschen, damit hier sonst keine Erde mehr. Schade. Ich muss eindeutig Material sammeln. Was haben wir denn hier unten für ein Tier wieder? Oh, geh weg.